Es soll nicht Volk gegen Volk das Schwert erheben. Und sie sollen den Krieg nicht mehr lernen. Lass alle Bewohner der Erde wissen, dass die Souveränität dir gehört und dein Name Ehrfurcht einflößt über alles, was du geschaffen hast. Und lass uns sagen, Amen. Liebe Gemeinde, was beflügelt uns im Sprechen am meisten? Das Reden über den Mangel. Wenn wir über den Mangel reden, fangen wir so richtig an, in Fahrt zu kommen. Da fehlt es an Personal, da fehlt es an Material und an vielem anderen. Und ich rede da noch nicht einmal von der Bundeswehr, könnte man auch, auch von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche. Ja, wir reden auch davon, es mangelt. Es mangelt an Glauben, es mangelt an Menschen, die in die Kirche kommen. Überall mangelt es. Und wenn wir über den Mangel reden, liebe Gemeinde, dann merken wir, dass das Sprechen über den Mangel etwas mit uns macht. Es nimmt uns quasi in die Mangel. Es nimmt uns in die Mangel und es ist ein Narrativ der Rolltreppe abwärts. Es geht in unsere Seele hinein, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was uns mangelt. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Psalm 23 immer wieder nehmen als einen Perspektivwechsel. Da ist ein Psalmeter, der spricht genau vom Gegenteil. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da könnte man sagen, bist du nicht etwas naiv, lieber Psalmeter? Nein, sagt er, es ist so in meinem Leben, der Herr führt mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. All das, was ich erleben darf, ist so, dass Gott es mit mir gut meint. Ist das nicht zu naiv, lieber Psalmbeter? Nein, sagt er, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt, wir haben es mit einem Menschen zu tun, der durchaus weiß, wie die Todesschatten an sein Leben kommen. Der weiß, wie es sich anfühlt, unterwegs zu sein und nicht immer die Sonne im Gesicht oder am Rücken zu haben oder gewärmt zu sein von dem, was einen umgibt. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, war das, was die Soldatinnen und Soldaten immer gebetet haben, in welchen Kriegen auch immer. Weil sie gemerkt haben, auch und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ist da einer, der selbst im letzten Dreckloch mir die Kraft gibt, mich zu halten. Deshalb ist es neben dem, dass wir, wie es der Minister sagt, kriegstüchtig werden müssen, vielleicht auch höchste Zeit, dass wir glaubenstüchtig werden. Dass wir glaubenstüchtig werden, weil wir die Kraft brauchen, die Gott uns gibt und den Perspektivwechsel benötigen, der davon spricht, dass wir nicht im Mangel leben. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Diese Erfahrung, liebe Gemeinde, haben wir vielleicht bei den Invictus Games gemacht. Bei den Invictus Games, wo es deutlich war, Gott bereitet einen Tisch für die Menschen, deren Feinde sie einmal erlebt haben, die aber immer noch im Kopf und in der Seele sind. Und dafür ist die Militärseelsorge da. Menschen in ihrer Fülle zu nehmen, zu erkennen, zu begleiten. Und dass wir die Erfahrung machen, dass selbst in den aufgeregtesten Situationen unseres Lebens Gott einen Tisch für uns bereitet im Angesicht meiner Feinde. Dort, wo die Seele eigentlich runterrutschen möchte. Dort, wo einem das Herz in die Hose rutscht. Dort, wo sozusagen Angst und Flattern beginnen könnte. Nein, im Angesicht meiner Feinde bereitet der Herr mir einen Tisch und schenket mir voll ein. Was für eine Wohltat. Mir ist das bei den Invictus Games so gewesen, dass man gemerkt hat, da sind Menschen, die viel durchgemacht haben und die trotzdem das Leben neu ergreifen, die trotz allem Mangels an Körperlichkeit, an seelischer Integrität merken,
Wenn ich an Gott festhalte und wenn ich die Kraft habe, arbeite ich mich ins Leben zurück. Und was ist die Konsequenz? Die Konsequenz der Glaubensstärke liegt darin, dass der Psalmbeter sagt, und deshalb möchte ich bleiben im Hause des Herrn immer da. Eine Erfahrung, die sozusagen aus dem tiefsten Herzen kommt. Zu wissen, wo ich wirklich aufgefangen, wo ich wirklich aufgehalten bin. Wo ich nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand, selbst in diesen Auseinandersetzungen und in diesen Situationen der letzten Jahre und Tage. Wenn wir da nicht wüssten, dass wir gehalten sind, wer soll uns denn halten? Das Reden über den Mangel? Das Reden über das, was uns alltäglich beschäftigt? Das kleine Karo? Liebe Gemeinde, der Psalmbeter nimmt das große Karo. Er hält sich an Gott und weiß, dass egal wie es in seinem Leben ist, ob Sonne oder Dunkelheit, ob Wärme oder Kälte, ihn nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und die hält ihn selbst im Tode, weil er weiß, dass in Jesus Christus der Tod überwunden ist und uns allen dadurch die Angst genommen ist, sterben zu müssen, um wieder auferstehen zu können. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Dieser Perspektivwechsel, vielleicht auch für uns etwas, wo wir uns nicht ergötzen am Reden über den Mangel, sondern uns freuen an der Fülle, die der Herr uns jeden Tag schenkt. Amen. Wir erheben uns und singen. Großer Gott, wir loben dich, eine Strophe kriegen wir hin. Großer Gott, wir loben dich, Herr. Lebens und der Gerechtigkeit ist, wollen wir uns zuwenden
im fürbittenden Gebet für uns und für andere. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Religionen. Lass ihr Handeln nicht von eigenen nationalen Interessen, sondern vom Wohl der Menschen und deren Leben und Lebensgrundlage geprägt sein, damit es ein Zusammenleben aller Völker und Staaten in Frieden geben kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für die Menschen, besonders in der Ukraine, in Israel und im ganzen Heiligen Land, die durch Terror und kriegerische Konflikte unsägliches Leid tragen, lass sie Beistand und Unterstützung finden und sei ihnen nahe. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, besonders für alle, die Anfechtungen erleiden in unserer Zeit und für die Menschen, die sich mutig gegen Ausgrenzung und Hass diesen Strömungen entgegenstellen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für unsere Soldatinnen und Soldaten in den internationalen Konfliktregionen. Lass ihren Einsatz dauerhaft wirksam werden für den Frieden und sie selbst wohlbehalten an Leib und Seele zu uns zurückkehren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Opfer von Terror und Gewalt, gleich welcher Nationalität oder Religion. Und wir bitten für alle Gefallenen und Verstorbenen der Bundeswehr. Vollende ihr Leben in deinem Reich des Friedens und deiner Gerechtigkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. All diese Bitten und die wir im Herzen tragen, wollen wir einmünden lassen in das gemeinsame Gebet des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So geht in diesen Tag mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.